Dramatik, Geschichte des Mannes mit dem schwarzen Bart. Vor ein paar Wochen war's, ich ging am Ring spazieren, ganz ohne Geld, ich durch die Kärntnerstraßen geh und grüble hin und her, wie könnte ich mich sanieren? Schau auf das Pflaster, liegt vor mir ein Portemonnaie. Ich denk mir erst, ich heb es lieber nicht gleich auf. Ich überleg was erst und steig darauf. Heb ich's auf und steck ich's ein, könnte das ein Verbrechen sein. Hau nichts liegen los und geh, ist mir leid ums Portemonnaie. Geb ich's ab, was ich ja könnt, krieg ich doch nur 10%. Steh ich lang auf einem Bein, schlurft der andere Fuß mir rein. Drum der stellt mich um und seh, ich bin allein. Gib schnell den Fuß weg und steck das Bärsel ein. Ich war zwar sehr nervös, doch mach ich ruhige Schritte und denk, es hat doch niemand mich dabei gesehen. Da hör ich hinter mir fortwährend Tritte und sehe ein Mann mit schwarzem Bart hinter mir stehen. Da denk ich mir, der könnte was gesehen haben, bei dem Gedanken ich zu Tod erschreckt. Renn in Ankara zurück bis hinter Graben, nimm das Bärsel aus dem Ruck und hau es weg. Also jetzt denk ich bloß, Gott sei Dank, ich bin es los, denn ich habe doch riskiert, dass man mich noch arretiert. Und solange ich dafür sitz, hat das Geld für mich kein Witz, komm ich raus nach 20 Jahren, wären die Zinsen wunderbar. Und ganz verbittert überleg ich mein Geschick, wann einer Pech hat, hat der Pech sogar im Glück. Ich geh schön weiter, tu mich durch die Menge drücken und bleib am Schnee, weil eine Tramwei rüberfährt. Da plötzlich klopft von hinten jemand mir am Rücken. Ich dreh mich um, es ist der Mann mit schwarzem Bart. Er sagt, verzeih, der Herr, der hat da was verloren. Ein Portemonnaie mit 1000 Schillings auf der Mann. Es liegt mir fern, bei der Gelegenheit zu schnorren. Doch hab ich rechtliche Gebühr auf 10%. Ich mach das Bärsel zitternd auf und schau hinein und gebe ihm einen 100-Schilling-Schein. Er sagt, danke vielmals und geht ruhig weiter. Ich denk mir, Gott sei Dank, ich hab wieder mein Geld. Da steht ein Wachmann vis-à-vis ein großer Breiter, der mich die ganze Zeit im Auge behält. Da denk ich mir, der könnte was gesehen haben, bei dem Gedanken ich zu Tod erschreckt. Renn in Ankara zurück bis hinter Graben, nimm das Bärsel aus dem Ruck und hau es weg. Und ganz verbittert überleg ich mein Geschick, von einer Pech hat der Pech sogar im Glück. Aber kaum war ich fort, kommt der Mann mit schwarzem Bart, sagt Verzeihung zu mir, in der Bärsel hab ich hier, weil er schon den Inhalt kennt, sagt er über 10%, und ich drück ihm elegant 90 Schilling in die Hand, und ich denk mir, wenn ich das noch oft verliere, hab ich für Finderlohn zu wenig Geld bei mir. Doch wie soll ich das erzählen, wo mir doch die Worte fehlen, siebenmal so wie dressiert, hab mir der das apportiert, und mein ganzes Geld hat der, und das Bärsel war schon leer, bis beim achten Mal sogar, ich ihm noch was schuldig war, plötzlich kommt wie im Nu der Inspektor auf mich zu. Ich beobachte, sagt er schlau, sieht zwei Stunden schon genau. Ganz deutlich, ich empfinde, dass sie nicht ganz richtig sind, denn ich halte für gar keinen Fall, was sie auffällt für normal. Ganz zuerst habe ich gesehen, sie auf einem Bein dort stehen. Dann habe ich festgestellt, schenken's fremden Leuten Geld. Da schauen sie sich stumm, wie ein Irrsinniger um. Und wenn niemand geht und fährt, dann haus ein Bärsel um die Erde. Es tut mir leid um dir, doch ich muss am Hirn. Noch stein hoch muss ich sie überwehren. Wie ich hinkomm neben Mann, in der Zelle saß ein Mann, der verfolgt war und verflucht, weil auf die Stadt Bärsel sucht, immer sucht er es und rennt, weil sie schreit auf 10%. Seit einer Stunde war er schon dort. Es war der Mann mit schwarzem Bart.